Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchler und schaut euch wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Wutanfall und für diesen müssen wir Dresthagar bezwingen, nachdem er insgesamt zweimal innerhalb von 60 Sekunden Schmerzenwindung ausgelöst hat. Was ist jetzt diese Schmerzenwindung? Und zwar heißt es ist ein Cast vom Boss, den er einsetzt, wenn er 100% Energie erhalten hat. Wie kriegt er diese Energie? Und zwar ist es nicht nach Zeit getriggert, sondern jedes Mal, wenn wir eine Tentakel von ihm hier draußen töten, bekommt er 20 Energie. Er braucht quasi 5 Tentakel, um von 0 auf 100 Energie zu kommen. Wichtig für uns ist jetzt zu wissen, okay, wir müssen den Boss einmal am besten auf 80 Energie bringen und dann warten, bis insgesamt 2 Sets von Tentakel gespawnt sind. Also auf 80 Energie bringen, dann ein Set Tentakel abwarten und dann ein zweites abwarten. Dann werdet ihr ja, so 8, 9, 10 Tentakel hier rum lauern haben. Und die haut ihr jetzt einfach nach und nach langsam runter. Und sobald ihr die erste dann getötet habt, also quasi, dass er von 80 auf 100 Energie geht, das war gerade der Fall, haut er seine Schmerzenwindung raus. Und wir ziehen HT und versuchen alle anderen Tentakel so schnell wie möglich umzuhauen, dass er ein zweites Mal seine Schmerzenwindung raushaut und das innerhalb von 60 Sekunden. Ihr könnt das hier relativ gut vorbereiten, dass ihr alle Tentakel schon sehr low haut. Ihr müsst bloß gucken, wenn ihr instant, während er seinen Cast macht, nochmal den Cast kommt. Das ist natürlich nicht gewollt, dann zählt es wahrscheinlich auch nicht. Also 60 Sekunden sind doch relativ lang. Und ihr seht, jetzt haben wir nochmal 5 umgehauen. Er castet ein zweites Mal. Achievements hat es auch getrackt, okay. Und jetzt können wir dementsprechend den Boss umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Zwischendrin könnt ihr tatsächlich nahezu AFK gehen, weil ihr müsst halt einfach warten, bis dann 2 Sets nochmal von Tentakeln spawnen. Das ist für die Heiler vielleicht ein bisschen anstrengend, weil die Tentakel drehen dann alle so ein bisschen durch und ihr kriegt ein bisschen mehr Schaden. Im Normal muss man aber sagen, hält sich das alles recht die Waage und so schwer ist das Achievement tatsächlich nicht. Es ist halt bloß ein bisschen langwierig, weil ihr relativ lang gegen den Boss kämpft und dann am Ende ja, müsst ihr halt schauen, dass ihr den Boss dann rein einigermaßen schon umhaut, weil es gibt halt ja auch so ein bisschen einen Soft Enrage. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.